unserem ersten Video zur Krisenkommunikation von Unternehmen haben wir die Vorbereitung auf Krisen thematisiert, indem wir das Krisen- und Risikoprofil des Unternehmens festgelegt haben. Wir kennen nun unsere Schwachstellen, wir wissen, wie wichtige Stakeholder kritisch reagieren könnten und können darauf unsere Arbeit nun konkretisieren. Das tun wir heute im zweiten Video. Wir präzisieren jetzt die Prävention von Krisenkommunikation A durch die Erarbeitung der richtigen Instrumente, B durch die Trainings der Mitarbeiter und C durch die Erarbeitung eines Frühwarnsystems mit Festlegung der richtigen Themen. Ja, wir reden über Handwerkszeug. Warum brauchen wir das? Weil das erlernte Handwerkszeug in ruhigen Situationen dann für den Ernstfall trainiert. Es entlastet dann in einer Situation, wo ohnehin schon alle ein hohes Stresslevel haben. Wir brauchen also im Klartext einen Krisenkommunikationsplan. Der Krisenkommunikationsplan enthält Checklisten, enthält Abläufe, enthält die Benennung von Verantwortlichkeiten. Die erste große Verantwortlichkeit, die wir klären müssen, ist das Krisenkommunikationsteam. Das Team setzt sich in der Regel aus wiederum zwei Elementen zusammen. Zum einen gibt es immer in jedem Unternehmen Mitarbeiter, die kundig und kompetent sind und Erfahrung haben in krisenhaften Situationen oder die Funktion Pressesprecher haben, sind automatisch dabei. Aber zum Zweiten brauchen wir im Team möglicherweise auch kompetente externe Hilfe. Das können Agenturen sein, das können externe Kommunikationsprofis in der Krisen-PR sein. Das können möglicherweise auch Fachanwälte sein, die wir zumindest temporär in einem solchen Team dabei haben müssten. Das dritte Instrument ist der Krisensprecher. Jede ernstzunehmende Krise braucht ein Gesicht nach außen. Und das kann sowohl ein Mitarbeiter sein, das kann eine interne Lösung sein mit Erfahrungen der Krisenkommunikation. Aber unter besonders hohem Druck ist möglicherweise auch das Engagieren einer spezialisierten Agentur richtig. Und dann nimmt man temporär als Sprecher in der Krisen-PR die externe Hilfe. Vierter Punkt wäre vorbereitete Textbausteine, die wir in unsere Pressearbeit einbauen können. Natürlich hat jede Krise ihr eigenes Gesicht, jede Krise hat ihre eigene Dynamik, hat eigene Gesetzmäßigkeiten. Aber dennoch, es gibt bestimmte Dinge, die wir mit Sicherheit nutzen können. Grundinformationen zu den Produkten, Grundinformationen zu unseren Prozessen, zu der Struktur des Unternehmens stehen fest. Die können vorbereitet werden und können in die entsprechenden Textbausteine schon eingefügt werden, die wir dann in der jeweiligen Krise nur aktualisieren und konkretisieren müssen. Und das fünfte Element, das fünfte Instrument einer Krisen-PR könnte eine sogenannte Dark Side sein. Mit der Dark Side nützen wir die Möglichkeiten und die Schnelligkeiten des modernen Internet und des Web 2.0. Eine Dark Side ist eine vorbereitete Krisenseite des Unternehmens, in der die meisten Informationen schon in ruhigen Zeiten geschrieben und festgelegt worden sind. Die wichtigsten Fragen, die uns in einer Krise ereilen werden, kennen wir. Sie sind dort schon gestellt und beantwortet auf dieser Webseite. Diese Webseite wird im akuten Krisenfall nur noch leicht um die aktuellen Notwendigkeiten ergänzt und dann freigestellt. Damit sind wir sehr schnell in der Öffentlichkeit und können im Grunde genommen die Berichterstattung über die Krise mitbestimmen. Wir sind nun im zweiten Schritt vorbereitet und haben passende Instrumente konkret vorbereitet, die wir in einer Situation anwenden könnten. Und damit sind wir im dritten Schritt. Diese Instrumente werden wahrscheinlich im Ernstfall nur so viel wert sein, wie wir sie nun in regelmäßigen Trainings mit den Mitarbeitern üben. Denn wir müssen nun durch das konkrete Anwenden in ruhigen Situationen feststellen, wie viel sind unsere Abläufe, wie viel sind die Prozesse, wie viel ist unser Kommunikationsplan wert. Und wie gut sind auch die Teams? Das muss im Ernstfall sitzen. Und insofern proben wir das natürlich in ruhigen Zeiten und nützen dafür die Situation aus den Krisenprofilings im ersten Schritt. Sollte man so etwas nun im laufenden Betrieb machen? Ja oder nein? Gute Frage. Ich würde dafür plädieren, ja, natürlich ist das Stresslevel dadurch bei allen Beteiligten höher, denn sie müssen den normalen Betrieb und gleichfalls die bedrohliche Situation bewältigen. Aber das macht die ganze Sache realistischer. Und wer so etwas tatsächlich ernsthaft übt und in einer normalen Situation zugleich beides versucht zu meistern, der wird Routine aufbauen, der ist im Ernstfall belastbarer. Die Beteiligten wissen besser und ruhiger, wie sie zu handeln haben, wenn es denn tatsächlich eng wird.
Zwei Detailpunkte scheinen mir dabei besonders wichtig. Medientrainings vor laufenden Kameras, in dem der Sprecher der Krisen-PR tatsächlich Stresstests ausgesetzt wird. Zweitens ist wichtig, Presseanfragen von außen, die hereintickern, mit Anrufen, mit E-Mails, mit Chatfunktionen und die dann immer in 1-zu-1-Situationen in Echtzeit beantwortet werden müssen. Zweiter Detailpunkt, wer sollte die ganze Sache leiten? Es empfiehlt sich, in einer solchen Situation zu investieren, beispielsweise in einen externen Coach mit Erfahrung in Krisen-PR, der die Abläufe eben nicht kennt, der die handelnden Verantwortlichen nicht kennt und sie jetzt unvoreingenommen bewerten und Optimierung vorschlagen kann. Wir haben uns im ersten Schritt über das Krisenprofiling unterhalten. Das war die Binnenperspektive. Wo liegen die möglichen Schwachstellen des Unternehmens thematisch gesehen, auch in der Vergangenheit? Bei den Issue-Checks geht es um die Außenperspektive. Wer guckt von außen kritisch auf das Unternehmen? Wie ist die Medienagenda? Was sind die großen Themen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden? Was sind große Trends? Was sind möglicherweise auch bedrohliche Trends in Gesellschaft, Wirtschaft, im Umfeld von Unternehmen, die in Krisensituationen auf uns negativ durchschlagen könnten? Diese Themen sind zu identifizieren, wieder in eine Rangfolge zu bringen und rechtzeitig in ruhigen Situationen die Antworten, die Messages der Unternehmen vorzubereiten. Diese Messages werden übrigens auch in ruhigen Situationen, in Normalsituationen schon in die öffentliche Diskussion eingespeist und eingespielt. Sie werden erst recht natürlich dann in krisenhaften Situationen gezogen. Also müssen die wichtigsten Themen, die in der Öffentlichkeit, die in den Medien diskutiert werden, mit Krisenpotenzial für unser Unternehmen in speziellen Situationen, die müssen Eingang finden in unsere Pläne, in unsere Kommunikationspläne, in die Trainings, in die Simulationen, dann sind sie im Ernstfall viel wert. Somit haben wir uns in beiden Videos zur Krisenkommunikation die vier wichtigsten Elemente einer guten Krisenprävention erarbeitet. A. Krisenprofiling. Wir haben das Krisen- und das Risikoprofil des Unternehmens durch die Binnenperspektive erarbeitet. B. Instrumente. Wir haben uns im Vorfeld die wichtigsten Instrumente der Krisenkommunikation erarbeitet und vorbereitet, die wir in einer akuten Situation einsetzen würden. C. Wir haben uns mit den Trainings der Krisenkommunikation für die Mitarbeiter beschäftigt, zum Teil mit externer Hilfe. Und D. Wir haben noch einmal die Außenperspektive eingenommen, indem wir die Issue-Checks mit den wichtigsten Themen, die von außen in eine krisenhafte Situation hereinspielen können, befasst haben.